Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück zur Ausgabe von Tom Clancy's Ghost Recon Harry Potter Mod. Das hat in Teil 1 ja schon wunderbar funktioniert und in Teil 7.1 werden wir jetzt genau damit weitermachen. Wir müssen jetzt zum dritten Mal versuchen, zu dieser Schlampe da vorne zu kommen und einfach mal zu überprüfen, dass sie nicht böse ist. Was aber gar nicht so einfach ist, denn da vorne sind eine Menge Leute. Genau, jetzt unter neuer Führung. Zu guten Preisen. Lecker, günstig und um die Ecke. Oh ja, er hat mich verlassen. Er hat mich verlassen. Er hat mich verlassen. Und dann hab ich zu ihm gesagt, so schrecklich. Wow, 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 wow. Wo kommst denn du her? Also. Hallo, wo soll ich mich hier denn verstecken? Wo soll die Aufklingzeit denn noch sonst aufladen, bitte? Also, es ist quasi unmöglich, ich hab's ja schon gesagt. Hier durchzukommen, komm mir nicht zu nah. Ich warne dich. Ich habe den schwarzen Gürtel. In Scheiße aussehen. Du wirst von meinem Antlitz so erschrocken sein, dass du freiwillig dich bei Germany's Next Topmodel bewerben wirst. Diese Leute laufen hier so random. Ja, genau, die läuft direkt in unserem Weg rum. Habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen? Ja. Ich bin schon wieder in die falsche Straße gelaufen. Ist das schön. Ich meine, im Real Life laufen die Leute auch irgendwie kreuz und quer, aber... Ja, ich finde es schon wieder toll, dass wir wieder nur Aufgaben von Ron erledigen müssen. Wir sind wieder für die ganze Drecksarbeit zuständig. So, der Kerl läuft jetzt dort durch und jetzt gehen wir. Ich muss nur noch lernen, mit dem Straßensystem zurechtzukommen. Und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Vielleicht finden uns die Todesser deshalb ständig. Die Spur löst sich, wenn man 17. Ja, ich finde es ja toll, dass ihr dann immer zufällig ein Gespräch anfangt, wenn ich gerade zurückkomme, damit es auch ja authentisch wirkt, als ob ihr gerade voll den Dialog führen würdet. Aber ihr glotzt doch eh nur die Wand an. Hallo. Ach, ihr habt mich ja gar nicht gesehen. Ich vergaß. Die Frau mit dem Schild ist auch ein Muggel. Sieht aus, als wären wir die Todesser los. Oh Gott sei Dank. Weil ich glaube, es gibt auch irgendeine Mission, wo man gleich viermal das Ganze machen muss. Und das ist dann echt nicht mehr normal. Glaubst du, wir sind hier sicher? Keine Ahnung. Gehen wir in das Café, damit uns niemand sieht. Okay. Und jetzt meine nächste Frage, die die Logik dieses Spiels sofort an die Wand nageln wird. Wir sind die ganze Zeit mit den Tarnumhang durchgeschlichen und sobald wir das nicht gemacht haben, waren hier 10 Leute, die den Zauberstab auf uns gerichtet haben. Warum können wir jetzt einfach so gefahrenlos ohne Tarnumhang hier durchlaufen, ohne dass irgendetwas passiert, hm? Kann mir mal erklären, warum wir das vorhin nicht konnten? Vor noch genau 2 Minuten. Das ist das Herrliche. Ich meine in Harry Potter 1 und 2. Da brauchte man deshalb nicht nach Logik fragen, weil das Spiel einfach noch so alt war, dass man da abgefuckte Luftsprünge machen konnte und absolut mega Power hatte und so. Aber dieses Spiel versucht ja, sich wirklich komplett am Film zu orientieren. Man spielt ja wirklich nur noch den Film nach. Das ist in den ersten Parts ja nicht so gewesen. Und genau deshalb sollte es eigentlich so sein, dass wenn ein Spiel versucht, wirklich realistisch zu sein, dass es auch eine gewisse Logik gibt. Aber hier ist das Ganze noch 10-mal unlogischer, Entschuldigung, als in den anderen Spielen. Und das macht das Ganze hier einfach zu einem noch größeren Fail und Flop, als es das ohnehin schon ist. Also,
Wo sollen wir jetzt hin? Zum tropfenden Kessel? Zu gefährlich. Wenn Voldemort das Ministerium übernommen hat, ist keiner der alten Plätze mehr sicher. Setzen wir uns und überlegen, was wir als nächstes tun. Was meinst du, Harry? Harry? Ja, Harry, gehst du denn auch mal in Deckung? Genau, denn ab heute kann jeder Bauarbeiter ein Todesser werden. We want you. Das ist der neue Leitspruch der Todesser. Neu und überhaupt nicht kopiert. So, und jetzt kommt die Elite. Jetzt kommt die Elite. So, nee, du bist nicht Elite, aber du bist Elite, denn du hast eine Maske, um deine Hässlichkeit zu verbergen. Sind da noch mehr? Wie können sie uns finden? Wir müssen von hier disapparieren. Ja, aber wo sollen wir hin? Grimaldplatz. Hätte nicht gedacht, nochmal herzukommen. Sind wir hier sicher? Warte. Nein! Was? Was war das? Das muss einer der Flüche gewesen sein, mit dem der Orden das Haus schützt. Seit wann können Todesser den Grimaldplatz betreten? Stimmt. Aber wie hätten sie wissen sollen, dass wir Harry wegbringen wollten? Ja, das ist natürlich ein super Abwehrzauber. Also wenn das die schärfste Waffe der Abwehrzauber ist, eine tote Schwiegermutter, die einfach da auf uns hergeflogen kommt, dann ist natürlich klar, dass die Welt irgendwann untergehen wird. Warum bin ich jetzt in so einer behinderten Ego-Perspektive? Jetzt brauche ich doch mal kurz das Steuermenü. Weil so genau habe ich das mit der Steuerung nicht mehr im Hirn. Wie wechsle ich die Kamera? Ach, das geht gerade nicht. Ich muss das jetzt so machen. Ja, ihr seid ja super. Ich hasse euch alle. So. Und damit ist der London-Abschnitt auch schon vorbei. Super, oder? War doch echt lang und hat sich voll gelohnt und hat überhaupt voll viel Sinn gemacht. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt an diesem Spiel. Dass auf einmal dann jeder in so einem Kick-Outfit auf einmal einen Zauberstab in der Hand hat. Hier ist die Küche, du Idiot. Aber übrigens, wer sich noch erinnert an die Musik, als Harry im Fuchsbau aufgewacht ist, das war tatsächlich noch die wunderschöne, glockengleiche Musik aus Harry Potter 1 und 2, als wirklich die Spiele noch schön waren. Moment. Jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, womit werfe ich Doxizid mit F4. War hier nicht gerade noch eine Doxy? Da. So und so funktioniert das. Genau, ich baller auf das Viech, das einen halben Meter vor mir ist und ich treff's nicht. Genau. Ist das nicht toll? Ey, das ist so unlogisch. Ohne Mist. Hallo? Hallo? Jetzt wird's aber mal ein bisschen haarig hier. Also so ein blödsinniger Scheiß. Das Viech klebt an meiner Nase. Und wenn ich drauf schieße, passiert nichts. Da
Das ist Spiellogik, meine Freunde. Aber hallo. Wer gedacht hat, die Matrix oder Inception wäre verwirrend? Ha, der hat dieses Spiel noch nicht gespielt. Ja, darf ich fragen, warum ich dann hier runtergegangen bin? Warum muss ich... Ich musste die Küche jetzt betreten, weil... Glaubt ihr, hier ist jemand? Die Schutzzauber des Ordens dürften eigentlich... Deine Mutter ist hier, so wie sich das anhört. Wir wollen ja keine unangenehmen Überraschungen erleben. So, genau, so hatte ich das nämlich befürchtet. Autschi, autschi. Kannst du mal aufhören, das mit einem Kampf anzuzeigen? Bist du behindert oder so? Nein, wir alle wissen ja, das ist die Mutter von Sirius Black, die hier durch das Haus schreit. Denn da ist ja nochmal das kurze Hinweisschildchen, wer vergessen hat, in welchem Haus sie gewesen ist. So, und hier bin ich jetzt gewesen, weil... Genau. R-A-B? R-A-B. Das waren die Initialen auf dem falschen Horcrux, den ich mit Dumbledore gefunden habe. Regulus Arcturus Black. Sirius Bruder? Er muss den echten Horcrux gestohlen haben. Ein Stück von Voldemorts Seele. Aber wie finden wir es? Creature. Creature? Ich würde diesem Hauself nicht mal so weit über den Weg trauen, wie ich Hagrid werfen könnte. Creature wohnte unten in der Küche. Ich wette, er ist immer noch dort. Wo war jetzt RAB? Wo hat er das jetzt gelesen? Habe ich irgendwas verpasst? Moment. Also hier steht B. Begi. Ba. Also Leute, ich sehe nirgendwo RAB. Ich weiß ja nicht, was ihr hier so seht. Ich sehe es nicht. Und lustigerweise können wir wieder nicht rennen. In einem Haus rennen gehört... Wo finden wir Creature? Schleicht irgendwo rum. Der kleine Mistkerl. In einem Haus rennen gehört sich nämlich nicht. Da setzt das Spiel einem gleich mal richtige Manieren vor. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er war so lange allein. Hermine, er hat Sirius hintergangen. Das war nicht seine Schuld. Ja, und wollen wir jetzt wissen, woher der Kerl jetzt auf einmal aufgetaucht ist? Nein, ich nicht. Zurück im... Creature. Regulus besaß ein Medaillon, nicht wahr? Wo ist es? Creature weiß es nicht. Aber hast du es gesehen? Creature spricht nicht mit Schlammblütern. Creature hintergeht seinen Herrn Regulus Black nicht. Ich bin jetzt dein Herr, Creature. Was hat Regulus dir gesagt, sollst du mit dem Medaillon machen? Zerstöre es. Das war der letzte Befehl an Creature. Aber so sehr Creature es auch versucht hat, er konnte es nicht. Creature hat seinen Herrn hintergangen. Creature konnte das Medaillon nicht zerstören. Und was ist damit passiert? Was ist passiert? Das bringt nichts, Harry. Er ist daran gewöhnt, dass man ihn anbrüllt. Du musst dir etwas anderes überlegen. Ah ja, genau. Ein kurzer Hinweis noch zu den Cutscenes. Wir haben hier riesiges Glück, dass die Sprecher mit den Bewegungen der Figuren tatsächlich übereinstimmen, weil bei beiden Let's Plays, die ich angeschaut habe, war es so, dass Stimme und Mundbewegungen ungefähr 5 Sekunden auseinander lagen. Und zwar wirklich 5 Sekunden. Und es wirkte dann immer sehr lustig, wenn die gesprochen haben, obwohl wir schon längst woanders waren, oder wenn die Figuren noch sich bewegt haben, obwohl schon alles fertig war. Oder Ron dann wie Hermine gesprochen hat. Das war echt sehr unterhaltsam. Das ist hier nicht, das heißt, dieser Lachmoment bleibt uns erspart. Darüber kann man sich jetzt freuen oder auch nicht. Wir geben diesem Idioten jetzt mal hier das Medaillon. Warum auch immer wir das auf einmal haben. Hier, Creature. Das hier ist für dich. Wir möchten vollenden, was Herr Regulus begonnen hat. Wir möchten das echte Medaillon zerstören. Mundungus. Mundungus Fletcher. Er hat das Medaillon genommen. Creature, ich will, dass du ihn findest. Bitte,
Finde Mundungus. Und gespeichert. Und ihr steht schon wieder hinter mir. Tut ja auch mal was anderes, außer hinter mir zu stehen. Nein, das dachte ich mir. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann den Grimoire-Platz weiter durchsuchen, auf der Suche nach... Ja. Wenn ich das wüsste, würde ich es ja sagen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht lässt sich das ja beim nächsten Mal. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.